In der kleinen Dauerausstellung im Tempel der Pomona im Schlosspark Bad Homburg zeigen die staatlichen Schlösser und Gärten Hessen ihnen auch 60 Äpfel aus Holz. Der Drechsler des Hessenparks, Bernd Lukesch, hat sie in den Jahren 2015 bis 2020 gedrechselt und die Bad Homburgerin Michaele Scherenberg hat sie extra für diesen der römischen Göttin der Baumfrüchte gewidmeten Tempel gestiftet. Das Holz stammt von verschiedenen laubabwerfenden und immergrünen Gehölzen, aber auch Sträuchern und verholzenden Blätterpflanzen. Die Holzäpfel sind alphabetisch nach Artname geordnet und bieten, so nebeneinander gestellt, einen Einblick in die Verschiedenartigkeit des Innenlebens der einst lebendigen Äste und Stämme. Den Anfang macht ein Apfel, der altersbedingt auf einer Streuobstwiese in Rotheim gefällt werden musste. Die Exponatbeschreibungen führen an ganz verschiedene Orte in Hessen, darunter auch in Gärten und Parks der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen. Einige Hölzer stammen auch aus ferneren Orten, aus Italien, Kroatien und den Niederlanden, sogar aus Orten in Afrika und Asien. Nicht nur die verschiedene Farbigkeit der Äpfel wird gezeigt, auch Astverzweigung und Pilzbefall sind erkennbar. Die unterschiedlich großen Äpfel sind die letzten Reste der Pflanzen, die entweder altersbedingt oder nach Sturmereignissen abgängig waren oder aus anderen Gründen gefällt werden mussten. Mit jedem Exponat ist eine Geschichte verbunden, sei es, wie das Holz bei Eis und Frost geborgen wurde oder warum eine bestimmte Maserung oder Besonderung während des Drechselns ins Zentrum rückte. Den Abschluss bildet ein Zuckerahorn, der einst im Schlosspark Bad Homburg stand und nach Sturmschaden abgängig war. 4 Wandnischen füllen wir mit diesem Einblick in die Verschiedenartigkeit und Vielfalt der Natur.